Auch in diesem Jahr muss der 8. März ein Frauenkampftag sein. Wir Frauen haben noch lange nicht erreicht, was wir wollen, nämlich die Gleichheit der Geschlechter. Denn immer noch spiegelt sich wider, dass wir Frauen weniger Chancen haben als Männer, zum Beispiel in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden. Es sind im Moment von 736 Abgeordneten im Deutschen Bundestag nur ein Drittel Frauen. Auch das neue Wahlrecht, was die Ampel auf den Weg bringt, wird das nicht verändern, sondern eher verschärfen. Und ein zweiter Punkt. Ich finde, wir Frauen haben ein Recht auf unseren eigenen Körper. Wir müssen selbst entscheiden können, ob wir einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen oder nicht. Alles andere ist Bevormundung und hat nichts mit der Gleichheit der Geschlechter zu tun. Also lasst uns weiter kämpfen. Es gibt noch viel, viel mehr Punkte. Aber jetzt geht es auch zu feiern und zu freuen, dass wir die Frauen sind.